Roulette Kessel gucken 29.08.2019 live in Sydney. Tagesgewinn 5.500 australische Dollar. Autor D. Seltzer McKenzie. YouTube https://www.youtube.de/rmqbfgjcoji. Heute ist Donnerstag, der 29. August 2019 und unser Spieler steht wieder mal live im Casino von Sydney in Australien am Spieltisch und ich habe ausgerechnet mit der Quantenmechanik und der Stringtheorie, was wir heute setzen wollen. 1. Wir setzen nach Tischeröffnung auf den 5. Korps zweimal auf Pass 2. Nach dem 8. Korps setzen wir zweimal auf 1. Dutzend 3. Klammer zu, nach dem 12. Korps setzen wir dreimal auf 2. Dutzend 4, Klammer zu, nach dem 19. Korps setzen wir zweimal auf Schwarz, zu, der Tisch ist bereits eröffnet und unser Spieler steht bereit und setzt das, was wir vorausgerechnet haben. Es ist jetzt 9 Uhr, also etwa 17 Uhr in Sydney und ich warte jetzt mal eine Stunde und melde mich dann wieder, weil bis dahin sicherlich eine Nachricht vom Spieler gekommen ist, der mir sagt, wie es gelaufen ist. Im YouTube-Livestream haben wir heute 18 Zuschauer, ich muss sie also nochmal auf etwa eine Stunde vertrösten, dann könnten wir wissen, wie es gelaufen ist. Inzwischen ist jetzt die SMS von unserem Spiel eingetroffen, der Klippen klar gesagt hat, was wir gewonnen haben. Eigentlich haben wir recht gut gewonnen und zwar, nach dem 5. und dem 6. Korps sind die 23 und die 31 gefallen. Wir haben hier also zweimal auf Pass gewonnen. Nach dem 8. Korps sind gefallen die 3 und die 9. Als er hier haben wir beim Satz auf das 1. Dutzend ebenfalls gewonnen. Nach dem 12. Korps ist gefallen die 14, die 33 und die 23. Wir haben hier alle 3 Sätze auf 2. Dutzend gemacht, haben aber eben nur 2 Dutzende im Spiel gewonnen. Nach dem 19. Korps ist die 8 und die 10 gefallen. Hier haben wir also beide Korps auf Satz auf Schwarz gewonnen. Da wir mit 500 australischen Dollarstücken gespielt haben, ist der Nettogewinn also 11 Stücke, also insgesamt 5.500 australischen Dollar, das ist etwa umgerechnet 4.500 Euro. Nun halte ich hier nochmal in die Kamera meine heutigen Fußballwettscheine rein, gegebenenfalls können Sie ja ein Bildschirmfoto davon machen, falls Sie die Wetten nachwetten wollen.